Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil normalerweise. Ach ne, er spielt ja normalerweise auch Jungle und ich helfe Jungle. Blue und Red sind nicht da, aber der feindliche Blue vielleicht. Den ich dann eh wieder verlieren werde, da es momentan echt unmöglich ist, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Warum habe ich immer so ein Pech im Let's Play? Oh Mann. Weil es ist, ich weiß, okay. Es ist... Ich weiß, es ist schwierig mit dem Champ, den man gerade mal das dritte oder vierte Mal spielt, wie das gerade bei Jax wieder der Fall ist. Der Joker kommt natürlich nicht mit. Es ist schwierig, den zu spielen, aber... Lasst mich auf sie los! Einen Gegner getötet. Also. Oh, natürlich. Oh, ja, na klar. Und wieder alle drei da auf einmal. Schön. Hab echt das Glück, dass mich wirklich immer alle drei erwischen. Dann gehst du auf einen los und auf einmal sind alle da. Das ganze Gegnerteam ist verstreut und genau ich finde dann immer die Super. Das wird vielleicht an der Base kommt rein, dass ich ja keinen Feind mehr irgendwo finden kann. Also ich könnte niemals Profi werden in dem Spiel. Ich spiele eigentlich nicht so. Ja, da ist doch natürlich überhaupt niemand, der irgendwie helfen würde. Der Power ist voll egal. Jetzt und jetzt gehen sie rein. Jetzt wurde der Power da. Das ist ja leider, aber das ist ziemlich unintelligent. Jetzt geht es los. Komm, stirb doch. Ich hab sie los. Kann ja nicht sein, dass Kenner stirbt. So. Blue ist immer noch nicht da, aber mein Blue ist wieder da und mein Red ist auch da. Bereit für den Kampf. Ich weiß gar nicht, ob Sugar den gerade machen will. Nee, wieder nicht. Gut, dass er da steht. Oh. Ich glaube irgendwie nicht, okay. Los geht's. Nein. Stetiges Nehmen und Nehmen. Go play Minecraft, please, Ram. Minecraft ist genius. Los geht's. Guck mal, das ist wunderbar mein Blue. Ja, der Kastadin wird wahrscheinlich mein Blue haben. Dann ist es okay. Jetzt bin ich an der Reihe. War das easy to play. Ach ja. Ich bin ein Profi. Ich kann Spiele spielen, die schwer sind. Ich frage mich, warum du LOL spielst. Okay. Ganz ehrlich. Du hast einen Gegner getötet. Genau das hatte ich vor. Ich hab sie los. Wo ist Jinx? Jinxy, Jinxy. Wer ist das nicht? Leute. Nice, komm, stopp. Das hat mir nochmal gefallen, ey. Das hat mir nochmal gefallen. Und Sugar geht jetzt richtig auf in seiner vollen Größe. Jetzt werde ich okay. Geht es los! So, los, komm. Go! Los geht's! Wir machen das again.
Okay. Euer Team hat einen Turm zerstört. Und ich kann mich theoretisch an den Minions auffarmen, die hier stehen. Überraschung, da bin ich wieder. Go, 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 go. Ich ja durch Fähigkeit und durch Dings. Ne, durch Fähigkeit kriege ich ja noch mehr. Stimmt, Fähigkeit ist das, wo ich momentan den ganzen Power kriege. Bereit für den Kampf. So. Gehen wir mal kurz weg. Das sieht böse aus, was da auch noch zukommt. Der Kasselin geht auch weg. Oh. Nice. Alter, schon mal das auf sich. So. Und jetzt haben wir die beiden wichtigen Items, die erforderlich sind. Die drei wichtigen Items. Wir kaufen seine Tabis und gehen mit den Tabis auf. Immerhin nur mit einem Einzeldörfer. Das. Die sollen sehr gut sein für den Kampf. Getötet. Und jetzt gehen wir auf diese Schuhe. Auf dieses Ding. Nee, Quatsch, gehen wir auf dieses Ding. Jetzt habe ich, glaube ich, die Warwick-Konfi einfach genutzt. Warwick, genau. Jetzt habe ich die Warwick-Konfi einfach genutzt gehabt. Und zwar gehen wir auf jeden Fall jetzt auf die Warmwalks, um ein bisschen mehr Leben zu haben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Tank. Ich weiß, ich spiele nicht gerne Tank, aber wir brauchen jetzt echt einen. Und ich mache momentan auch ganz guten Schaden eigentlich. Ach, mein Attack Speed wird dann komplett für jeden Schlag schneller. Ja, das ist logisch, dass es dann bei ihm hier. Wie ich jetzt hier Speed. Ja, ich komme auch schon. Da hat sich mal gereicht. Friss sie einfach. Warum macht er so? Hab ich mit seinem Treffen gerade nicht mehr parat gehabt. So. Wir haben drei End-Items. Viere eigentlich, aber das eine war mal wieder verkaufen. Warmorbs gehen wir dann auch noch drauf. Momentan nutze ich ja noch das Gold von dem Minion, die so aufgelevelt. Deswegen ganz viele Lantern, das war drin. Ich wasche echt drin, bis ich 5 Items habe und noch 2000 Gold. Dann kaufe ich mir einfach mit einem Schlag das letzte Item, meistens. Und hab dann halt auch Bonus geholt. So, sieht's hier aus. Die rennen rein, aber ich glaube, das ist jetzt der Tod. Überraschung, da bin ich wieder. Ja, das wird der Tod sein, weil da fehlt einer. Ich pinge mal einen verschwindet da. Denn Shogat, unser Lieber Tank, war momentan nicht da. Es gibt keine bösen Tanks, es gibt nur liebe Tanks. Außer Tanks, die nicht killen, das sind böse Tanks. Okay, ist klar. Wer ist als nächstes dran? So, hallo, V. So, jetzt hauen wir hier mal ein paar, Dings für den Kampf. Soll ich hier mal ein paar Türme down? Türme down? Überraschung! Da bin ich wieder! Da hat die Gegner wurde getötet. Gar nicht gefallen. Bereit für den Kampf! Euer Team hat einen Turm zerstört. So. Einen Gegner getötet. Überraschung! Ja, gut, Job 6 und Jack tot. Tot. So, dann haben wir das nächste Item. Wir sind jetzt bei 3005. Weil habe ich jetzt mit einem Schlag so viel dazu bekommen. Also ich bin noch nicht wieder aufgestiegen extra, alles klar.
Dann holen wir uns jetzt als nächstes den Frosthammer, denn den mag ich besonders. Es geht Tanky mit uns und wir können gleichzeitig natürlich den Gegner ein wenig downhauen. Aber wir gehen jetzt gerade sehr auf AD, gell? Das heißt, wir sollten vielleicht ein bisschen auf AP mitgehen. Ein Gegner wird zum Besseren. Einmal natürlich über den Blutdurst noch. Genau, über den Blutdurst einmal noch. Terminiert. Jetzt hole ich mir erstmal den hier, weil dann slowen wir die Gegner noch. Und genau das ist wichtig bei Jax, vor allem wenn wir die E anwenden wollen, dann ist es sehr wichtig, dass die Gegner geslowt sind. So, wie sieht's aus? Jax geht hier hin, das ist kein Problem. Lasst mich auf Jax mag los. Farm. Farm ist cool. Jax mag Farm. Stirb doch! Los geht's! Ein Verbündeter wurde getötet. Geschwindigkeit! Los geht's! Ein Verbündeter wurde getötet. Master, das ist da bei dir? Ja, das ist da bei ihm. So, komm mal mit, Master hier. Für dich. Bereit für den Kampf! Go, 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 zum nächsten. Dann nimmt der Vorsitz, du musst jetzt ganz wieder alles. Ich an der Reihe. Dann hier reinrennen. Oh Gott! Dandy! 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 Oh, komm, die anderen. Ein Gegner wurde getötet. Komm schon, hast du ihn nicht geholt? Oh, jawoll. Super. Geil. Komm schon, renn. Nice gemacht. Good game. Ihr seht schon, jetzt langsam komme ich auch richtig raus. Wow. Naja, gut. Langsam komme ich aus dem Feed raus und ihr merkt schon, dass Jax im Endgame verdammt heftig einfach mal wird und einfach viel Schaden drückt. Und das ist das, was ich mir jetzt halt angewöhnen werde. Ich werde mit Jaco spielen, wenn ich einen ordentlichen Tank habe, wie zum Beispiel Cho'Gath. Ich hätte jetzt eigentlich gar nicht aus Jax gehen können müssen. Aber Cho'Gath ist momentan ein Death Bruiser, nehme ich stark an, genau. Death Bruiser, das gibt's ja gar nicht. Es gibt ja noch auf Bruiser und Death Tank. Tanks halt. Er ist halt ein richtiger Tank gerade, macht nur 130 Schaden, hat aber halt 4000 Leben momentan und macht ein bisschen Fähigkeit stärker noch dazu. Ihr seht, seine Rüstung ist extrem hart, vor allen Dingen seine Rüstung gegen Jinx. Okay. Weil die halt im Anfangsgame schon extrem heftig drauf war, hat er sich da halt gegen gewappnet. Ich mach den Dragon jetzt. Drake. Und Baron. No Ward Baron. So. Jetzt muss er gerne in der Leben von mir. So. Jetzt auf zum Baron. Oh, das war jetzt so klar. Die machen Baron, die machen Baron, die machen Baron, die machen Baron. Für den Kampf. Die Herren machen Baron, die Herren machen Baron. Die Herren machen Baron. Oh mein Gott. Bin ich wieder. Komm, 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 komm. Oh mein Leute, komm. Leute, komm schon. Leute, mach mit. Mach Baron Blend. Oh Mann, jetzt hab ich Baron nicht bekommen. Das war jetzt hoch. Jetzt. Gegnerische Dreifachtötung. Echt jetzt? Ach Leute, hättet ihr... hätten wir die Ass gekillt und dann den Baron gemacht. So, jetzt habe ich 4000 und jetzt gehe ich nochmal auf Angriffsschaden. Und zwar holen wir jetzt noch einen Blutdurster und zwar holen wir uns die gefräßige Hydra. Weil die gibt es ja nochmal extra Angriff. Und da warte ich aber, bis ich die Spitzhacke bekomme, weil es ist Schwachsinn. Und jetzt sind wir echt am Arsch, denn... Ja, genau.
Der Gegner hat einen Turm zerstört. Baron. I attack. Euer Inhibitor wurde zerstört. Das geht voll nach hinten los. Go, 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 go. Los geht's. Go, 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 go. Der Gegner hat einen Turm zerstört. So. Ihr habt einen Gegner getötet. Lasst mich auf sie los. Verfolgt ihr das mal nicht? Ja, ich will jetzt das Geld für mein letztes Item haben. Überraschung! Hol ich mir jetzt, bin ich wieder. Mit Hilfe des Jungles, auch wenn ich jetzt gerade keinen Jungle-Farm, keinen Jungle-Bonus mehr kriege. Ich hoffe noch viel Geld. Wie kommt sie los? Und einige Buffs sogar noch. Los geht's! Jetzt pushe ich gleich mal die Top damit. Und wenn ich die Top gepusht habe, sollte ich eigentlich genug Geld haben. Okay! So. Also jetzt schon ich und der Dings, wir gehen voll auf Tango, die werden im Endgame mega Probleme haben. Jetzt geht es los! Verteidigt bitte, komm, verteidigt alleine. Ein Gegner dominiert. Los geht's. Verteidigt einfach nur. Verteidigt. Komm schon, verteidigt. Okay. So, Ulti und... Ein Verbündeter wurde getötet. Go, go, go. Gegner wird einen Turm zerstören. Go, go. Ein Gegner ist für den Kampf. Das ist... Was? Was?